herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Sächsischen Schweiz. Wir haben eine neue Kamera im Übrigen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob der Ton jetzt besser ist. Bessere Weitwinkel. Und wir schauen mal, wie sich das Ganze macht. Also, für uns geht es heute einmal durch die Hölle und zurück. Und wir wünschen euch viel Spaß. Und ich hoffe, wir haben auch Spaß. Kletterzeug ist dabei fürs Kind, der Gott. Wer es kennt, los geht's. Mal schauen, wir haben knappe 3 Stunden vor uns und knappe 5 bis 6 Kilometer. Wir schauen mal, was dann die Uhr sagt. Wir tracken die Route. Ihr findet die Route auch wieder auf Komoot unten. Den Link in der Videobeschreibung. Puh, jetzt geht's erstmal steil. Höhe, Höhe, Höhe. Und dann ab durch die Hölle. Im Übrigen, temperaturmäßig heute, ne? Wahrscheinlich haben wir den ganzen Tag Sonne und wie viel Grad haben wir? 28 aktuell, wir haben es jetzt 10 Uhr, also es könnte bis auf die 30 oder drüber gehen. Deshalb wichtig, packt euch bei solchem Wetter immer ausreichend zu trinken ein. Wir haben 3 Liter insgesamt mit für die 3 Stunden, für 3 Personen, sollte reichen. Wir haben es gleich geschafft. Wir biegen jetzt gleich ab und dann geht's durch die wilde Hölle. Das ist ein Bereich mit Eisen im Fels. Ihr werdet es einfach sehen. Lasst euch einfach überraschen. Auf jeden Fall etwas Anspruchsvolles. So, guck mal, wir müssen jetzt da gerade hinten rein. Da geht hinten dann die wilde Hölle durch. Was ist gerade deine Meinung jetzt so zum Temperaturen? Wetter? Ist noch Daumen hoch oder schon Daumen rüber? So. Gleich hoch. Hi. Ja. Okay. Wir wollen uns mal nicht beschweren. So, guck mal, hier haben wir auch ein Schild. Können wir gleich mal gucken. Die wilde Hölle. So, und da steht auch schon das Schild. Ich schwenk mal rum. Guck, müssen wir reinholen. Wir merken jetzt, wie schon die Temperatur sich geändert hat. Hier kommt es jetzt etwas kühler durch die Felsen. Ich muss sagen, es ist gerade sehr angenehm geworden. Gerade eben, bevor wir hier rein sind, war es noch wesentlich wärmer. Das ist im Übrigen noch nicht die wilde Hölle. Das ist nur ein kleines Vorstück. Was auch schon ziemlich Spaß machen kann.
Ja, wie ihr sehen könnt, überall Klammern hier im Fels. Und hier geht es auch ziemlich weit runter. So. Nicht schlecht. Macht auf jeden Fall Spaß, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, wie ich immer so schön sage. Passt bitte auf. Das ist gerade hier in der wilden Hölle, habe ich es schon ganz oft erlebt, dass die immer sehr nass ist. Und da rutscht man natürlich auch dementsprechend. Also es ist bemoost, es ist glatt. Also passt ein bisschen auf, wenn ihr das machen solltet. Aber ich wünsche euch jetzt schon mal, auch wenn ihr noch nicht am Startpunkt seid, viel Spaß. So, wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Carola-Felsen, denn ich bin bestimmt schon 5-6 Mal immer wieder am Carola-Felsen vorbeigegangen. Ich habe dann immer gedacht, ach, machst ein andermal, machst ein andermal. Heute ist das andermal. Heute machen wir den Carola-Felsen. Ich muss sagen, das öffnet ganz neue Kameraperspektiven. Echt super. Schreibt es mal rein, ob euch das vielleicht tatsächlich besser gefällt als die vorhergehenden Videos, die wir bislang gemacht haben. Denn inzwischen wird es wohl weiterhin so sein. Puh. Carola-Felsen. So, das war der Carola-Felsen. Wir haben es endlich mal geschafft, auf den Carola-Felsen zu kommen. Jetzt machen wir noch unsere Runde zu Ende. Schauen wir mal, ob wir noch dran vorbeikommen. Und dann haben wir uns ein Eis verdient. Also, weiter geht's. Ich habe jetzt gerade zu Jenny gesagt, lass uns doch hier einen Samt nehmen. Wenn ihr jetzt gerade die Szenen vorher genau beobachtet habt, wisst ihr, wir waren vor ein paar Videos schon hier. Schon einmal hier. Und da haben wir nämlich einen Samtnäh davon. Also wird das schon mal nicht das Samtnäh werden. Wie ihr gesehen habt, wir sind von da hinten das letzte Mal gekommen, als wir die heilige Stiege gegangen sind. Großer Winterberg,
Großer Winterberg, Weg zur Wildnis. Ja, du hast geraschelt. Das war der Vogel, der runter war. Genau, Großer Winterberg, Weg zur Wildnis und dann sind wir die heilige Stiege runter. Ja. Also von daher kreuzen sich doch ab und an mal die Wege. Und jetzt geht es langsam für uns Richtung Frienstein. Er ist da drüben und vom Frienstein geht es dann weiter. Da gehen wir auch nicht auf. Das machen wir mal ein andermal. Wollten wir eigentlich das letzte Mal schon. Aber dann geht es erstmal runter und zurück. Das reicht dann bei der Wärme heute auch. Und wir gehen jetzt zurück zum Auto. Was ist das Schönes? Was? Guckt euch das mal an. Jo. Heute. Leiter. Da unten kommen wir dann an. Schön. Und da drüben ist, glaube ich, schon der Frienstein. Geht's hoch, wo die Leute runter. Wir müssen da runter, die Leute kommen da hoch. Ja, weil hier ist einfach Fels. Und dann müssen wir hier runter. Ich werde mal schauen. Ich habe natürlich hier kein Objektiv dran. Das heißt, diese Geschichte mit dem Zoom, die werde ich entweder weiterhin mal mit der Spiegelreflex realisieren müssen, wenn Zeit ist, oder eben sonst im Programm zoomen. Und das muss ich jetzt mal probieren, ob das gut funktioniert, ob dann die Qualität auch noch passt. Aber wir lassen uns überraschen. Weil ich will euch ja schließlich diese schönen Aussichten nicht vorenthalten, nur weil wir eine neue Kamera haben. Da müssen wir runter. Hier geht es jetzt richtig steil rum. Selbst beim Bergablaufen läuft mir der Schweiß. Wahnsinn. Jetzt kommen wir hier unten raus an eine Kreuzung. Jetzt fast unten und wir haben, sage und schreibe, habe ich jetzt schon fast 7 Kilometer auf der Uhr. Ich habe ein bisschen spät angefangen zu trecken. Jenny hat ein bisschen mehr jetzt, weil die hat das direkt vom Auto aus gemacht und wir werden jetzt trotzdem nicht direkt zum Auto gehen, sondern noch ein Stückchen am Auto vorbei zum Lichtenhainer Wasserfall, denn der Beutenfall ist da gleich in der Nähe, ist nur ums Eck, wo wir geparkt haben. Und da gibt es dann erstmal noch ein schönes Kaltgetränk und was zum Essen. Wir haben nämlich Hunger. Wir haben gedacht, wir haben zwar was eingepackt, aber wenn sich das anbietet, da am Lichtenhainer Wasserfall, nehmen wir natürlich sowas gerne in Anspruch. Wir essen. Genau. So, auf jeden Fall, wie gesagt, kommen wir wahrscheinlich summa summarum in etwa auf die 8 Kilometer.
bei der Tour. Höhenmäßig kann ich jetzt nicht genau sagen. Findet ihr aber auf jeden Fall unter dem Link bei Komoot. Dort könnt ihr ja auch die Höhen rauslesen etc. Wer sich da ein bisschen mit beschäftigt hat, weiß, was man da alles nachsehen kann, was da für Informationen gegeben werden, auch von den Wegen her. Genau. So, wir kommen jetzt nämlich gleich wieder auf unseren Weg, den wir hinzugelaufen sind, wo ich euch am Anfang des Videos gesagt habe, da kommen wir wieder runter. Also, weil da hinten, wenn ich mich jetzt drehe, schaut mal, da hinten, die Felsen habe ich euch gezeigt am Anfang. Und jetzt kommen wir gleich auf den Weg, den wir schon hinzugegangen sind. Das doppelt sich sozusagen. So. Und es ist schön sandiger Weg. Guckt mal. Also auch hier, Achtung, konkrete Lebensgefahr, hängt einfach damit zusammen, dass viele umgestürzte Bäume da sind und da sollte man auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, das kann sonst mal richtig in die Hose gehen. Jenny, Fazit, wie war's? Schön. Wow. Wir sind jetzt gleich am Auto und da darf man aber dran vorbei, wenn wir ja noch was essen gehen, hatte ich ja schon gesagt. Dann würde ich sagen, zeige ich euch doch nochmal dieses Schild hier hinter mir im Hintergrund. Das ist quasi diese Wegkreuzung, wo wir dann vorhin da hoch sind. Und jetzt kommen wir wieder an die Gabel zurück, an unseren Ausgangspunkt zurück. So. Also, dann sagen wir Tschüss, oder? Wir hoffen, es hat euch gefallen und schreibt wie gesagt gerne mal in die Kommentare, wie der Ton ist, ob es euch passt, besser als in den anderen Videos vielleicht und wie vielleicht auch die Kameraqualität ist oder einfach noch einen anderen Kommentar, weil euch das Video generell gefallen hat und wenn es euch gefallen hat. Bitte. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Dann erfahrt ihr auf jeden Fall mehr von uns. Und wenn ihr weiterhin dabei sein wollt, für uns geht es bald Richtung Norm. So viel wollen wir noch nicht verraten, wo es hingeht. Aber dann lasst gerne schon ein Abo da, denn es wird spannend. Nochmal, dann kommt unser Sommerurlaub im September. Aber ja. Also, jetzt, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.